Domian, Bindestrich, Verschwörungstheorien. Wie sehr wir von unserer Regierung verarscht werden. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein. Endlich mal wieder ein Domian-Video. Und zwar heißt das Video Domian, Bindestrich Verschwörungstheorien. Ich habe extra geguckt nach Domian Verschwörungsvideos, weil das natürlich auch unser Thema ist, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Ich liebe euch, wir gehen rein. Let's go. Peter geht los, Digi. Und los. 1:37 Uhr haben wir. 1:37 Uhr, der Cousin, Alter. Wir sind verbunden mit Elke und Elke ist 66. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen, Domian. Tachchen, Elke, was geht ab? Liebe Elke. Was hat die Elke denn auf dem Herzen jetzt hier? Was ist dein Thema? Ja, ich habe ein ganz großes Problem mit meiner Schwester. Meine Schwester ist 63 und die ist seit kurzem Rentnerin und beschäftigt sich fast ausschließlich seit einem reichlichen Jahr im Internet mit irgendwelchen Verschwörungstheorien. Also Elke ist aus dem Lovestream, Digga. Scheiße. Oh shit, man, Alter. Elke, man, Alter, bist du im Chat gerade? Erzähl mal, meld dich mal ganz kurz. Domian am Hasseln. So. Bezeichnet das ja selber nicht so, sondern sie sieht das als die Wahrheit an und erzählt mir also die schauerlichsten Geschichten, wie schlecht es uns gehen wird und wie sehr wir von unserer Regierung verarscht werden. Also diese Schwarzmalerei, wie schlecht es uns gehen wird und so, da bin ich kein Fan von, weil ich bin so ein lösungsorientierter, harmonischer Mensch so. Aber dass wir von der Regierung verarscht werden, ist ja gar nicht mal so weit hergeholt, ne? Nicht immer, aber meistens. So. Wird uns nicht die Wahrheit erzählt, wir leben in einer Diktatur. Und ich habe ihr schon mehrmals gesagt, dass ich das nicht mehr hören will, aber ich kann mich mit ihr überhaupt nicht mehr über ein anderes Thema unterhalten. Ja. Also ich sag dir echt, dieses sich mit Verschwörungstheorien beziehungsweise mit gesellschaftskritischen Sachen, mit der Regierung, Eliten etc., mit diesen ganzen Sachen sich auseinanderzusetzen, ist echt ein schmaler Grat so. Sage ich euch ehrlich, habe ich selbst in meinem Leben gemerkt, habe ich aber auch gemerkt im näheren Umfeld so. Man kann wirklich schnell dahin tendieren, dass man nur noch Schwarzmalerei betreibt und überall hinter jeder Ecke eine Verschwörung vermutet und dann wirklich auch nicht mehr so gut drauf ist so. Und man mit diesen Menschen teilweise gar nicht mehr richtig reden kann, Digga. Das habe ich selber schon erlebt und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich sagen muss, Digga, da muss man immer schön gucken, dass man die Mitte nicht verliert. I like that. Was ist denn so ihre Hauptlinie? Ist die Hauptlinie, dass wir in einer Diktatur leben? Unter anderem auch. Also das ist gar nicht eine Hauptlinie, sondern sie informiert sich im Internet über irgendwelche Filme und Filme, na Mann. Das ist immer geil, ne? Wenn die älteren Jungs innen YouTube-Videos als Filme bezeichnen, Digga, das ist immer süß. Meine Oma sagt das auch immer. Ich habe letztens deine Filme habe ich gesehen auf YouTube, sagt die. Voll süß, ja. Ja, Nachrichtensender, die dann solche Geschichten verbreiten, unter anderem diese Chemtrails über Berlin, die sogenannten Chemiestreifen, die von den Flugzeugen abgesondert werden. Auch Geoengineering genannt. Einfach mal googeln für alle Leute, die nicht glauben, dass sowas passiert. Chemtrails ist eine Verschwörungstheorie, Geoengineering existiert und am Ende des Tages ist das quasi dasselbe. So. Haben wir uns auch schon viele Schwurbeleien reingezogen zu dem Thema. Also wie gesagt, ich muss die Elke hier ein bisschen in Schutz nehmen. So. Wird behauptet, dass dort Stoffe versprüht werden, die angeblich die Sonneneinstrahlung reduzieren sollen, um die Klimaerwärmung zu reduzieren. In Wirklichkeit sind das Giftstoffe, die die Menschen krank machen oder eben auch töten sollen. Achso, solche Sachen erzählt sie dir dann? Ja, genau. Wie kommt denn das, dass sie jetzt seit relativ kurzer Zeit erst auf dem Trip ist? Na, seitdem, sie hat dann beruflich nichts mehr zu tun gehabt und hat ganz viel Zeit. Langeweile und hängt jetzt wirklich fast Tag und Nacht an ihrem PC und deswegen werden wir ständig beschäftigt und abgelenkt so. Weil wenn man mal Zeit hat, dann kann man sich mit Dingen auseinandersetzen. Also ich bin jetzt hier auf der Schwurbelseite, wenn ich das so sagen darf.
weil, das hast du ja auch gemerkt, während Corona haben sich viele angefangen, mit den Sachen zu informieren. Entweder ist es an Zeit, entweder man hat viel Zeit, oder es ist irgendwas passiert, wo man offensichtlich angelogen wurde, wie bei 9-11 oder bei Corona oder bei Brutkastenlüge oder bei vielen anderen Sachen, dass man auf diesen Trichter kommt. Schreibt mir mal unten in die Kommentare rein, welches Thema euch dazu angeregt hat, euch kritisch mit gewissen Themen auseinanderzusetzen. Sich solche Geschichten rein. Unter anderem ist sie auch felsenfest davon überzeugt, dass die Amerikaner ihre Twin Towers selber in die Luft gesprengt natürlich haben. Natürlich. Ja. Wahrscheinlich auch, dass niemals die Amerikaner auf dem Mond waren. Genau dasselbe. Ja, genau. Ja. Ich lasse das einfach mal so im Raum stehen, wenn ich das so sagen darf. Ja. Und anfangs habe ich immer noch, war ich wankelmütig und habe gedacht, naja, vielleicht ist doch was Wahres dran und habe versucht, mich selber zu informieren. Aber mittlerweile bin ich felsenfest davon überzeugt, das ist alles Humbug, was dort erzählt wird. Ich glaube, es ist halt, man muss halt differenzieren, weißt du, wie ich meine? Es gibt Themen, wo es offensichtliche Beweise, wirklich echte Beweise gibt, dass auf jeden Fall mehr, dass auf jeden Fall mehr passiert ist, als uns erzählt wurde, so, ne? Das kann man schon mal in den Raum stellen, auf jeden Fall. 9-11 ist so ein Thema. Kennedy-Mord ist auch so ein Thema, wo auch dann offizielle Dokumente rausgekommen sind, die das bewiesen haben, dass da mehr hintersteckt, als uns erzählt wurde, so, ne? Und dann gibt's halt Themen, wo man auch, also ich zum Beispiel, bin überzeugt davon, dass wir 9-11 nicht komplett und nicht ausreichend und nicht wirklich ehrlich informiert wurden. Und ja, das kann man leicht nachvollziehen. Beim Thema Mondlandung zum Beispiel bin ich mir selber dessen bewusst, dass da habe ich jetzt keine krassen Beweise oder irgendwie so. Da bin ich auch nicht so überzeugt von, dass ich so fanatisch andere versuchen würde, davon zu überzeugen. Aber ich bin einfach skeptisch bei diesem ganzen NASA-Mondlandungsthema. Da gibt's einfach zu viele Sachen, die mich skeptisch gemacht haben, aber das nehme ich gar nicht so richtig ernst, Digga. Aber dann gibt's halt wirklich andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel auch bei Corona, wo jetzt rausgekommen ist, auch durch diese RKI-Dokumente, dass wir falsch informiert wurden, dass das Virus, also dass das Virus im Endeffekt nicht so tödlich war oder nicht so schlimm war wie die Maßnahmen. So, dass die Maßnahmen eigentlich gefährlicher waren als das Virus. Und es kommt halt alles langsam Step by Step raus und da merkst du halt, dass gewisse Sachen einfach passiert sind so. Und ja, Digga, es ist halt nicht schwarz oder weiß. Und das sehe ich bei vielen Leuten, wie jetzt bei der Schwester von Elke hier, dass sie sagt, ja, das ist alles Humbug, ist ein falsches Mindset. So, man muss da wirklich in der Mitte bleiben und man muss wirklich gucken, okay, es gibt Themen, wo wir wirklich belogen wurden. Es gibt Themen, wo man es nicht eindeutig beweisen kann, wo man Vermutungen und Theorien aufstellen kann. Und es gibt Themen, wo es vielleicht nicht der Fall ist, so, weißt du? Und da muss man einfach cool bleiben, würde ich sagen. Und nicht sagen, alles ist gelogen oder alles ist richtig, sondern einfach von Thema zu Thema einfach sich selbst informieren und da durchgehen. So. Wenn die Leute sich zu sehr in diese Dinge hineindenken, das ist wie so ein Sektenwesen. So ähnlich empfinden. Ich küsse dein Herz. Ja, genau. die sind fast, ich habe auch mal so jemanden kennengelernt, irgendwann hat man auch gar keine Lust. Ich habe auch mal so jemanden kennengelernt, Digga. Die reden von den Leuten, die reden von uns so, als ob wir irgendwelche Außerirdischen sind, ja? Mit denen zu reden, weil man erreicht die nicht und dann denkt man, oh Gott, ja, dann glaubst du das halt. Genauso ist es. Genauso empfinde ich das im Augenblick. Aber so einer bin ich nicht, Digga. Es gibt schon die radikalen Verschwörungsmystiker, Digga, mit denen du gar nicht mehr reden kannst. So. Ich bin so einer, ich bin so cool. Ich bin so locker. Also easy. Es gibt ein paar Themen, wo ich überzeugt bin, aber ich würde mir immer andere Meinungen und andere Perspektiven anhören. Safe. Ja. Ich komme an sie nicht mehr ran. Wolfkind, was läuft? Geht einem auf die Nerven dann, immer das zu hören. Und vor allen Dingen ist sie vergiftet, so. Domian macht andere Level Fitner. Der macht Fitner, ne? Ich finde das halt voll schwierig, Digga, dass dieses Schubladendenken so krass existiert, Alter. Gibt es ein Thema, wo du ein bisschen kritisch gegenüber Regierung bist, bist du sofort ein rechtsmystischer Verschwörungsschwurbler, so. Und ja, bist verloren. Und mit dir kann man nicht mehr reden und so. Weißt du? Das ist doch crazy, Bro. Wir sind doch alle, also ich sag ehrlich, auch in Domian schlummert ein kleiner Schwurbler. Ich wette mit dir, außerhalb von diesem Format hat er auch Theorien aufgestellt und hat Themen, mit denen er sich beschäftigt, die man als Schwurbelei bezeichnen würde.
ganze Atmosphäre, alles das, was man, ich bin jetzt seit 2 Jahren Rentnerin und fühle mich hier sehr wohl, wir wohnen hier auf dem Land, ich habe einen schönen Garten, schönes Haus, alles in bester Ordnung, ich bin relativ gesund. Geil, Digga, fühle ich. Und sie versucht immer wieder so ein Pfeil, so ein Giftpfeil da abzuschießen. Mhm. Ich werde schon noch merken, wie es uns gehen wird. Und ja, das ist halt, also man muss sagen, das ist halt auch, ja, ich verstehe auch ihre Perspektive, weißt du, die lebt da in ihrer schönen Bubble so, macht ihr Ding, hat ein schönes Haus mit Garten, dies, das und hat eine heile Welt um sich herum, weißt du, und dann kommt ihre Schwester und sagt, ey, wir werden verarscht. Die Eliten machen so und so und so. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt, da kommt dann für die halt sehr negativ rüber so. Die denkt sich dann, Bro, lass mich doch einfach mein Ding machen so. Ich habe gar keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Also ich kann das auch verstehen und akzeptiere das auch so, weißt du? So. Die Frage ist, also ich glaube, dass jeder Mensch auch zu anderen Dingen bestimmt ist. So, es gibt Leute, die sind einfach dafür gemacht, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Und es gibt Leute, die einfach nicht dafür gemacht sind. Und dann ist es auch okay, wenn die in ihrer Bubble weiterhin leben. So, weißt du, wie ich meine? Ist ja ihr Ding so. Ich sehe das nicht als negativ, wenn Leute einfach keinen Bock haben, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Das Geld wird abgewertet. Und wenn ich dann mal am Hungertuch leide, dann werde ich merken, dass sie doch recht gehabt hat. Und ich bin halt so ein Typ, ich sag dir ehrlich, und das liegt an meinem Charakter einfach. Ich will gar nicht in so einer heilen Bubble leben. So, ja, ich lebe auch in irgendeiner Bubble, also ich lebe auch selber in einer Bubble auf jeden Fall. Aber ich will auf jeden Fall in der, also wie soll man sagen, ich will wahrhaftig leben. Ich will mich nicht selbst anlügen, Digga, damit es mir besser geht, sondern ich will die Wahrheit sehen. Egal wie hart das ist, egal wie krass das ist, dann für mich auch vielleicht in Zeiten, dass man ein bisschen negativ drauf ist oder ein bisschen so die Hoffnung verliert oder sowas, weißt du? Aber dann durch Spiritualität hoffentlich und durch Gott wieder zurückkommt in die Liebe rein. Ich will halt wahrhaftig in der Wahrheit leben. Ich will alle Sachen sehen und dann selber damit klarkommen. So. Solchen Humbug erzählt sie mir und ich komme überhaupt nicht an sie ran. Wie war denn all die Jahre vorher euer Verhältnis? Gut. Gut, normal. Gut. Wohnt sie auch bei dir da auf dem Dorf? Nee, die wohnt in Berlin. Weit weg von dir? Ja. Ja, gut, dann hast du ja schon mal ein bisschen von der Backe. Ja, ja. Also. Was ist das denn für eine Advice hier gerade? Das ist seine, Bro, das ist ihre Schwester. Er wohnt in Berlin, ja scheiß auf die. Kapsel dich einfach ab. Der ist das auch nicht, finde ich. Der Abstand ist schon da. Da lacht er. Okay, ist gut, dass er nicht jeden Tag bei dir in der Küche sitzt und dir was erzählt. Nee, das stimmt nicht, nee. Aber ich denke, es wird jetzt eine Funkstille zwischen uns eintreten, weil ich es einfach... Das ist voll schade, Digga. Das ist genauso wie bei Corona sich teilweise Familien gespaltet haben, so. Man sollte weiterhin miteinander reden, das ist für beide wichtig. Vielleicht kann Elke ein bisschen was von ihr lernen und sie kann Elke ein bisschen wieder in diese Harmonie, in diese Positivität reinholen. So. Mädels, da müsst ihr euch mal zusammenreißen einfach. Hör nicht auf Domian. Hätte Elke lieber bei mir angerufen, Alter. Sag ich dir ehrlich. Ich glaube, ich wäre ein besserer Domian. Ein empathischerer, menschlicherer Domian. Ja, irgendwann muss man dann auch die Grenze so einer Person zeigen und sagen, pass mal auf, okay, du kannst es ja gar nicht so glauben, aber lass mich damit in Ruhe. Und wenn die Person das nicht akzeptiert, dann muss man halt noch ein bisschen härter reagieren. Das geht ja nicht anders. Ach, ich habe ihr schon einen bösen Brief geschrieben, wo ich also ziemlich wütend war. Aber sie zieht das dann bloß ins Lächerliche, dass ich mich also einfach nicht dafür interessiere. Sie sagt, ich wäre apolitisch und asozial. Ja. Und aber wenn ihr so weit auseinander wohnt, voll schade. Dann kommt ihr doch gar nicht so oft in Kontakt. Mach das mal 39 Jahre lang. Okay. Ja. Um darüber zu reden. Telefonieren dann. Ja, dann telefonierst halt weniger. Ja, das mache ich auch. Ja. Also ich werde sie jetzt auch erstmal nicht mehr anrufen. Und ich muss das einfach von mir abhalten, weil es mich dann auch wirklich zermürbt. Das glaube ich. Du kannst ja dann, wenn sie damit anfängt, kannst du ja sagen, pass mal auf, wir können gerne über alles reden, wie wir es immer gemacht haben, unser ganzes Leben, aber bitte nicht mehr darüber. Das habe ich ihr schon oft gesagt. So. Sie fällt immer wieder in dieses Thema zurück. Ja. Und ich kann mit ihr überhaupt gar nicht mehr über andere Sachen reden. Hat sie denn in Berlin nicht irgendjemanden, dem sie das erzählen kann? Nee, eigentlich nicht. Ach so. Aber die kommunizieren doch wahrscheinlich auch übers Netz, die Leute, die drauf sind. Ja, ich habe sie auch gefragt, ob sie nicht Kontakt hat zu solchen Leuten. Sie geht zum Beispiel auch in Berlin zu den Friedensdemos und nimmt also an diesem Leben teil. Und ich sage, hast du denn da nicht schon... Ist doch eine gute Sache. ...kennengelernt, der deine Meinung vertritt.
ja, sagt sie so, auf den Demos lernt sie schon jemanden kennen, aber das sind dann immer nur kurze Gespräche, naja, und sie traut sich dann auch nicht irgendwie intensiv da Kontakt aufzunehmen. Also sie ist im Grunde genommen mit diesen ganzen Geschichten alleine und hat mir auch schon erzählt, wenn sie mit anderen Freundinnen drüber gesprochen hat, die haben ähnlich reagiert wie ich. Also ich kann dir nur sagen, Elke, bleib hart. Ich bin's damals geblieben bei meinen Bekannten und dann hatte ich irgendwann eine Ruhe. Wenn die merken, dass man das wirklich ernst meint, dann akzeptieren die das auch. Es ist völlig legitim, finde ich, wenn du dich so verhältst. Ja. Also ich finde es sehr traurig, dass ich da überhaupt nicht mehr an sie rankomme. Ja, aber das musst du jetzt akzeptieren. Das ist jetzt, wie es ist. Ja. Mehr kann ich gar nicht sagen. Liebe Elke, alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Tschüssi, Elke. Mach's gut, Alter. Hoffentlich kriegst du das wieder hin mit deiner Schwester. Ich hab jetzt gedacht, das ist ein bisschen witziger, Digga. Eigentlich ist es geiler, wenn ein Verschwörungstheoretiker oder ein Schwurbler bei ihm anruft, ne? Aber egal, haben wir uns mal reingezogen. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Schreibt mal eure Gedanken in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Peace out. Gang.